Nichts aus einem Science-Fiction-Film, sondern echte Wissenschaft. Das Unfassbare wurde erstmals enthüllt, und zwar haben Forscher es geschafft, das geheimnisvolle Leuchten der größten Struktur im Universum einzufangen, bekannt unter uns als die kosmischen Bänder oder das kosmische Netz, das magnetische Gitternetz. Diese Entdeckung eröffnet ein Fenster zu einer neuen Dimension unseres Universums und stellt alles andere, was bisher wir wussten, in den Schatten. Bereite dich darauf vor, heute in diesem Video tolle Sachen zu erfahren, die deinen Geist bereichern werden, die deine Spiritualität bestätigen werden. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal. Ich bin Heilmedium, Akasha-Therapeutin und Buchautorin. Und hier ist mein neuestes Buch, Das kosmische Wissen von Andromeda. Und da werde ich auch gleich noch was dazu sagen. Wenn du dich dafür interessierst, unter dem Video ist der Link, wo du mal draufklicken kannst. Ja, und welche Geheimnisse birgt denn jetzt dieses Band, dieses kosmische Band, was die Wissenschaftler entdeckt haben und wo sie auch nachgestellt haben, so wie sie sich das vorstellen? Und es ist so ähnlich wie hier hinten diese rot-weißen Lichtstreifen, die man sieht. So ähnlich haben die das also aufgenommen, nachgestellt. Ich werde es euch auch gleich zeigen. Tauche jetzt mit mir ein auf eine fesselnde Reise, die Grenzen deines Wissens erweitern wird und die Neugier auf das unendliche Wissen im Universum stillen wird. Sei bereit, die Realität spannender und mysteriöser zu erleben als jede einzelne Science-Fiction-Geschichte. Denn das ist der Punkt, das, was wir darüber, wo wir heute sprechen, das ist real und das wurde erwiesen. Und jetzt zeige ich euch mal diesen Film. Hier seht ihr also einen Ausschnitt von dem Artikel. Und zwar steht hier oben erste Aufnahmen vom kosmischen Band, das Galaxien verbindet. Es hört sich ein wenig nach einem Star Trek-Film an, wird hier geschrieben, ist aber Realität. Forschern ist es zum ersten Mal gelungen, das schwache Leuchten der größten Struktur im Universum einzufangen, die als kosmisches Band oder kosmisches Netz bekannt ist. Und hier ist auch so eine Zeichnung, wie sich also die Wissenschaftler das vorstellen. Und hier können wir lesen, ein Durchbruch in der Forschung. Die neuen Bilder enthüllen wertvolle Informationen darüber, wie sich Galaxien bilden und entwickeln und können auch dabei helfen, die schwer fassbare dunkle Materie aufzuspüren, die etwa 80% der Masse im Universum ausmacht. Daher sind die Aufnahmen ein wichtiger Durchbruch in der Forschung, steht hier. Und ich spiele euch jetzt mal hier dieses kleine Video ab. Schaut's mal an. Da sieht man eine Nachstellung, wie man diese Bänder also in der Wissenschaft jetzt wahrnimmt. Und von dieser neuesten Entdeckung sahen die fadenförmigen Strukturen unter dem Äquivalent eines Laternenpfahls, sagte Christopher Martin, der Professor der Physik am California Institute of Technology und Hauptautor der neuen Studie, in einer Erklärung. Und jetzt können wir sie also auch ohne Lupe sehen. Also es ist faszinierend. Schaut euch das mal an. So haben die das also dargestellt. Und die Daten wurden mit dem Keck Cosmic Web Imager als Animation erstellt in einem 3D-Schnitt, so dass man da ein Bild vor den Augen hat, sozusagen. So, jetzt habe ich mich wieder groß gemacht, damit ihr mich richtig seht. Und zwar ist das, was hier gefunden wurde von den Wissenschaftlern, die Bestätigung unserer Verbindung zu den Andromedanern.
Das sind erstaunliche Erkenntnisse. Und in einer bahnbrechenden Untersuchung haben Wissenschaftler festgestellt, dass es ein faszinierendes Energieband zwischen unserer eigenen Milchstraße und der majestätischen Andromeda-Galaxie gibt. Und diese Verbindung, von der ich bereits vor einem Jahr in meinem Buch, in diesem Buch berichtete, stellt nun die lebenswichtige Brücke zwischen der Erde und der Andromeda-Galaxie dar. Heute können wir tatsächlich mit Stolz verkünden, dass es nun offiziell bestätigt ist, dass diese kosmischen Bänder, die auch als Galaxieverbinder bezeichnet werden von der Wissenschaft, und das ist tatsächlich so, dass die tatsächlich wie die unsichtbaren Fäden im Universum existieren, die unsere Planeten halten, in einem harmonischen Tanz, könnte man sagen, in einem harmonischen Gefüge. Und sie sind nicht nur energetische Verbindungen, sondern sie tragen auch noch eine weitaus größere spirituelle Verbindung, Bedeutung. Und das ist nämlich wichtig. Was ist denn jetzt das, was wir über Andromeda von dieser wundervollen, riesengroßen Galaxie bekommen? Was wird über diese Bänder zu uns übertragen? Wir bekommen Liebe, Inspiration und Unterstützung für diese transformative Evolution, in der wir uns gerade befinden, nämlich dem Umbruch in das Neue, den Umbruch, den Aufstieg unserer Erde. Und die Erde, wenn sich erhebt, dann werden die Energiebänder noch mal mehr in die göttliche Ordnung wieder hineinkommen und die Galaxie wird sich neu ausrichten. Das ist der Punkt. Und deswegen sind die Sternenfreunde stets bemüht, dass die Erde in Ruhe aufsteigen kann, dass alles klappt. Denn das ganze Universum hängt damit zusammen, weil ja diese Energiebänder im ganzen Universum für die Planeten tragen, in der göttlichen Ordnung. Und die ist hier um die Erde herum nicht so hundertprozentig, diese göttliche Ordnung. Und deswegen möchte die Erde aufsteigen mit uns Menschen zusammen. Und das ist jetzt also tatsächlich von den Wissenschaftlern entdeckt. Und wer mehr über Andromeda wissen möchte, hier in meinem Buch könnt ihr das tatsächlich nachlesen. Und ich kann euch sagen, Maimedana, die kosmische Schwester von Andromeda, bringt uns ganz viel Herzensliebe und Heilung und große Unterstützung. Ich bin so froh, dass wir von dieser bedeutungsvollen kosmischen Verbindung erfahren haben, dass es offiziell bewiesen wurde. Und das zeigt ja auch, dass wir Teil eines weit größeren Universums sind, als wie wir es als Mensch überhaupt erfassen können. Das ist der Punkt. Und ich werde jetzt mit euch eine Botschaft von Mai Medana teilen. Und in dieser Botschaft wird sie uns diese Energielinien fühlen lassen. Und das sind also die magnetischen Gitterwellen, Gitterlinien, das Gitternetz. Es gibt verschiedene Namen. Die Wissenschaft sagt ja jetzt Galaxieverbinder. Wir werden uns einfach mal mit dem Energieband von Andromeda verbinden und können dann dort eine wunderschöne Energie empfangen. Und es wird für jeden einzelnen von euch eine besondere persönliche Bedeutung haben. Das hat mir Maimedana schon gesagt und ich freue mich sehr darauf, jetzt diese Botschaft überbringen zu dürfen. Ich sprühe mich ein mit den sieben kosmischen Schwestern. Das ist hier dieses Auraspray. Da sind alle sieben Schwestern drin. Es hat ja mit den Plejaden begonnen. Und dann kommt Andromeda und danach kommt Arcturus, wo ich jetzt aktuell dran schreibe. Und ihr Lieben, ich wünsche euch ganz viel Freude jetzt beim Eintauchen in die Energien. Und ich kann nur sagen, erwartet nichts. Lasst euch einfach fallen, denn dann kann Großartiges entstehen. Das sagt bei Medana immer.
Mit dem Segen des Lichtes begrüße ich dich und jeden Einzelnen heute zu meiner Botschaft. Und ich sende das Licht von Andromeda in dein Herz, wenn du es erlaubst, um dir zu sagen, dass ich, Maimedana, sehr gerne bei dir bin und dich unterstütze. Ich bin die zweite kosmische Schwester und wurde mit allen sieben Schwestern zusammen geschult und extra ausgebildet, um den Menschen auf der Erde zu helfen. Und so ist meine Ausbildung eine Herzenssache. Und immer wenn ich spreche, fließen Wellen aus dem kosmischen Herzchakra direkt zu dir. Und es liegt an dir, dich diesen Energien zu öffnen, um so viel wie möglich zu empfangen. Du kannst sicher sein, dass ich alles tue, damit es dir gut geht. Und so ist das Thema der heutigen Botschaft das magnetische Gitternetz und besonders das Band, welches zwischen der Milchstraße der Erde und der Andromeda-Galaxie für uns zuständig ist. Dieses Energieband wird von uns gepflegt. Es gibt auf Andromeda extra eine Gruppe von Lichten, Sternen, Freunden, die sich darum kümmern, dass dieses Band stets glänzt und strahlt und mit guter Energie aufgeladen ist. Denn dieses Band verbindet uns mit euch. Und dieses Band, mit diesem Band möchten wir gerne heute eine Energie für dich übertragen. Und wenn du dazu bereit bist, dann reicht es, wenn du jetzt dein Herz öffnest und dich so tief, wie du magst, fallen lässt. Und so rufe ich die lichten Wesen von Andromeda herbei, damit sie heilende Energie zu dir senden mögen. In allererster Linie sind diese heilenden Energien heute für dein Herz bestimmt. Und so öffne dich und empfange unser Geschenk, was jetzt zu dir fließt. Es fließt ohne Worte und es fließt jetzt direkt zu dir. Vielleicht spürst du bei der Energieübertragung einen leichten Windhauch auf deiner Wange. Dann wisse, dass ich es bin, Maimedana, die neben dir steht. Und wisse, dass ich jetzt zu dir flüstere. Ich habe dich so sehr lieb und ich bin gerne an deiner Seite. Und so berühre ich nun dein Herz, um dir zu sagen, lass das los, was du mit dir trägst, was dir vielleicht weh tut. Denn jetzt ist der Moment, dies alles loszulassen. Und so habe den Mut, all das gehen zu lassen, was zu schwer für dich ist. Du wirst spüren, wie die heilende Energie dein Herz berührt und dich trägt und liebt. Und so beginnen wir, die Andromedaner, nun für dich zu singen.
Wir singen die Töne deines Namens. Wir singen die Töne der Liebe und der Unterstützung. Und du darfst dich ganz in diese Energie hineinfallen lassen. Genieße unser zweites Geschenk. Wenn du die Hände auf dein Herz legst, wirst du fühlen, was es bedeutet, wenn wir für dich singen. Und so ist es geschehen. Wir haben dir unsere Liebe überbracht. Wir haben dir unsere Achtsamkeit überbracht. Und gerne darfst du diese Botschaft wiederholen, um erneut in dieser Energie zu baden. Sie wird dir gut tun, denn die Energien wirken zu deinem allerhöchsten Wohle. Und so verabschiede ich mich von dir. Mit dem Segen des Lichtes von Andromeda, unsere Verbindung wurde heute gestärkt und sie wird ewig halten. Dafür tun wir alles. Das war die Botschaft von Mai Medana. Und wenn du gerne noch in dieser Energie bleiben möchtest, hör einfach die Musik an, die wir jetzt noch ein bisschen spielen. Dein Herz wird geheilt, dein Herz wird gereinigt und getragen und du kannst spüren die Verbindung zu den Sternenfreunden, die jetzt alle hier sind. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu betätigen, dass du auch benachrichtigt wirst, wenn ein neues Video kommt. Ich verabschiede mich jetzt von euch allen in tiefster Liebe.
Thank you.